Hallo, liebe Mitbürger, Gott sucht dich. Gott sucht dich. Was bedeutet dies? Du suchst vielleicht nicht nach Gott und du hast vielleicht auch bis heute sein Rufen in dein Leben, jetzt, wenn du so zurückdenkst, gar nicht wahrgenommen, kannst du sagen. Gott sucht dich und Gott hat vielfach in dein Leben gerufen, lieber Mitbürger. Er geht dir nach. Er ist gekommen, das Verlorene zu suchen. Er geht dem einen nach. Wenn 100 andere errettet sind, geht er dem einen nach und geht ihm nach, lässt ihm das Evangelium verkündet werden. Und der Mensch, der es hört, der darf freiwillig Ja sagen zur Vergebung der Sündenschuld, die zwischen dem Menschen und Gott schlussendlich steht. Dazu ist der Herr Jesus Christus in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Du bist deinem Schöpfer nicht egal. Du bist ihm so sehr wichtig gewesen, dass er selbst in die Welt kam, in seinem geliebten Sohn. Er hat sich selbst hingegeben ans Kreuz, um die Sündenschuld der Welt ans Kreuz zu bringen. Nun dürfen allesamt zu ihm kommen und ihn annehmen als ihren Herrn und Heiland. Ist herrlich. Aber dieses Angebot steht offen, solange du hier die Augen in dieser Welt offen hast. Wenn du die Augen in dieser Welt schließt, ist es zu spät. Das darf nicht geschehen, denn Dasein hat einen Grund. Du bist erschaffen, um mit deinem Schöpfer die Gemeinschaft zu haben. Diese Gemeinschaft, lieber Mitbürger, ist gebrochen durch dein Sündenschuld, der noch auf dir liegt. Somit liegt der Zorn Gottes auf dir. Du hörst richtig. Der Zorn Gottes, lieber Mitbürger, liegt im Moment auf dir. Gott möchte dich erretten. Er ist ein gerechter Richter, unbestechlich. Er wird die Welt richten. Er wird allesamt richten, die nicht angenommen haben, das Angebot des ewigen Lebens. Das ewige Leben ist der Herr Jesus Christus selbst. Er ist gekommen, um jedem das Leben in der Fülle zu geben. Wenn du ihn hast, hast du alles. Wenn du ihn nicht hast, hast du gar nichts. Dann hast du die Sachen der Welt, Reichtümer, du kannst alles haben. Du kannst auch gesund sein, Dutzende Jahre lang. Gott hat dann in dein Leben schon vielfach gerufen. Und du kannst ruhig auch sterben. Viele Leute sterben auch ruhig, schlafen ein im hohen Alter, aber das Erwachen ist schrecklichst. Das darf nicht geschehen. Wie kriegst du Sündenschuld weg? Es ist ja eine geistige Sache, das ist ja nicht eine materielle Sache, das ist aber etwas Spürbares auf dir. Das ist diese Last, diese Kluft, die auf dir und zwischen dir und deinem Schöpfer ist. Das spürt der Mensch schon, das weiß ich persönlich von meiner gottlosen Zeit. Man spürt es schon, man schmeckt es schon, die Sündenschuld, die sich da anhäuft. Wie kriegst du es weg? Das ist keine Rechnung, die da offen steht auf Papier, aber doch ist es eine Rechnung geistiger Art. Die muss bezahlt werden, die Sündenschuld. Und die wurde bezahlt am Kreuz in Golgatha vor dem Tor Jerusalems, wo der Herr Jesus Christus gehangen hat, seine Arme ausgebreitet hat zwischen Himmel und Erd, am Kreuze gehangen hat und auch an dich gedacht hat, lieber Mitbürger. Macht froh, nicht wahr, wenn man so denkt. Einer liebt mich, einer hat an mich gedacht und dann ist es Gott selbst, der Mensch wurde, der in die Welt kam, um Sünder selig zu machen. Nicht für sich, sondern um die Sünder selig zu machen, um allesamt zu sich zu ziehen schlussendlich und sie anzunehmen, wenn sie es wollen, anzunehmen als ihr, als sein Eigentum. Das heißt, es ist eine freiwillige Entscheidung von einem jeden Einzelnen. Siehst du? Eine Liebeserklärung gegenüber Gott. Und Gott hat uns zuerst geliebt. Nicht wir haben Gott zuerst geliebt. Keiner gedenkt an Gott.
weil die meisten sagen, es gibt keinen Gott. Und die anderen denken, sind Kirchengänger, Kirchengehen reicht, Kirchensteuer zahlen reicht, Gutmensch sein reicht. Reicht nicht. Für was soll es überhaupt reichen, muss man dann fragen. Wozu soll es dir gut sein? Kirchgänger sein, wozu? Hilft es dem Menschen, dass er sich auf die Schulter so klopfen kann und sagen, ich habe doch was getan. Wenn es einen Gott gibt, dann habe ich doch was Gutes getan. Das wird er mir auf die gute Bank dann schlussendlich einbezahlen. Das heißt, das Gute soll das Schlechte überwiegen, dann kommst du in den Himmel. So denken viele, auf direkte oder indirekte Art. So ein Spiel macht Gott nicht. Das ist Religion. So gehen viele Religionen mit ihren Anmaßungen schlussendlich um, wie man in den Himmel kommt oder wie man in die Ewigkeit nachher hineinkommt. Gutmensch, das ist Buddhismus. Katholizismus ist auch ein Gutmensch-Religion schlussendlich und nichts anderes. Wie viel ist genug, um in den Himmel zu kommen? Wer weiß das zu beantworten? Wie viel ist genug? Um in die Hölle zu kommen, musst du nur weiterlaufen. Um in den Himmel zu kommen, da brauchst du den Herrn Jesus Christus, der für dich gehangen hat am Kreuz, der für dich bezahlt hat mit seinem heilig und kostbar und teuer Blut. Er macht weißer wie Schnee, er macht die Sünder selig. Die Kleider des Heils zieht er dir an, nimmt dich an als sein Eigentum. Das ist dein Schöpfer, lieber Mitbürger, der dich annehmen möchte, der dich bei sich haben möchte. Gott ist Liebe, aber Gott ist auch dreimal heilig. Wie willst du in den Himmel kommen mit nur einer Sünde, wenn Gott dreimal heilig ist? Wie willst du in den Himmel kommen mit einer einzigen Befleckung an dir? Ein falsches Wort, ein falscher Gedanke. Und wie viel macht der Mensch jedes Jahr? Tausende, nicht wahr? Kommt sehr schnell ein falsches Wort aus dem Mund, falscher Blick, falscher Gedanke. Man raubt vielleicht eine Kleinigkeit und sagt, ich hab's doch gebraucht. Jeder macht das. Und genau das sagt Gott auch schlussendlich in seinem heilig und lebendig Wort in der Bibel. Dass der Mensch verfehlt die Herrlichkeit, die er bei Gott haben sollte. Und Römerbrief Kapitel 1, wenn ich das vorlese, gibt wahrscheinlich YouTube sogar einen Strike, wenn sie das möchten. Da steht genau drin, die Zeit, wie wir jetzt drin sind, die Menschen haben das früher auch gemacht, nur treiben sie es heute noch ärger. Sie machen alles und denken, es ist in Ordnung, wir sind die neue Gesellschaft. Sachen zu der Zeit von den Hippies, die hat es paar Jahre vorher für Sachen, wo sie da gut geheißen haben in der Hippiezeit, Mitte 60er und so, hat man in den 50er Jahren Gefängnisstrafe sogar gegeben. Heutzutage sind wir weit über dies hinaus. Und es wird immer weiter der Ball schlussendlich gerollt in höchster Abseits von Moral und von gesellschaftlicher Normalität. Ist eine psychotische Gesellschaft schlussendlich geworden, weil sie gesagt haben, Gott gibt es nicht. Der Atheismus schmeckt ihnen gut, denn sie können ja tun, was sie wollen. Gott sieht alles. Gott lässt es notieren. Er lässt sich nicht spotten. Er lässt sich finden. Er kam in die Welt, hat sich der Welt offenbart. Nun darf jeder zu ihm kommen und Vergebung seiner Sündenschuld erhalten. Gott macht kein Spiel aus dem, was danach kommt. Er hat es der Welt verkünden lassen und lässt es immer noch verkünden, solange es heute heißt. Heute ist der angenehme Tag. Heute noch kannst du zum Herrn Jesus Christus sagen, ja, Herr. Ich habe verstanden, dass ich Vergebung für meine Sündenschuld brauche. Ich weiß, ich bin nicht gerecht. Ich bin nicht gut, wenn ich das in meinem Herzen mal tief hineinschaue. Ich bin nicht gut. Ich komme so nicht in den Himmel. Ich komme so höchstens ins Gericht. Denn du bist ein rechter Richter. Du bist heilig. Du bist perfekt. Und deine Perfektion willst du mir geben, dadurch, dass du am Kreuz bezahlt hast, kann ich heilig und rein und unsträflich dastehen.
da du stellvertretend für mich am Kreuz bezahlt hast mit deinem heiligen Blut. Das ist das, was in deinem Herzen erklingen muss, lieber Mitbürger. Das ist der wahrhaftige Glaube, dass einer für dich stellvertretend am Kreuze war. Diesen Platz hast du verdient. 100% jeder Einzelne. Nicht nur irgendein Hitler, sondern auch der ganz normale Bürger. Jeder Einzelne. Jeder verdient, ans Kreuz genagelt zu werden. Das ist ein schrecklicher Tod und das hat Gott selbst auf sich genommen. Punkt. Das ist es. Gott ist offenbart im Fleisch. Gott wurde Mensch. Das ist die Tatsache, das ist die Wahrheit, das ist das Glückselige an dem Evangelium. Es macht fröhlich. Du darfst frohen Mutes sein. Du weißt, wohin die Reise geht. Geh mal in dein Herzen und überleg mal ein bisschen. Weißt du jetzt gerade, wo die Reise hingeht? Eines Tages stirbst du. Ob früh, ob spät, du stirbst. Ob im Frühling deines Lebens, im Herbst deines Lebens oder schlussendlich, wenn die Sonne des Lebens mal runtergeht. So mit 70, 80, 90. Macht nichts, sterben musst du. Wo bist du? Deine Reise hat mal begonnen in dieser Welt. Du kannst nicht entscheiden, in welcher Familie du geboren wirst, aber du kannst entscheiden, wo du aufwachen wirst. Das ist ein ganz klarer Spruch. Merk dir das. Du kannst nicht entscheiden, welche Familie und so. Kannst schnell denken, wäre ich doch in diese Familie geboren, hätte ich weniger Ärger. Du kannst auch nicht entscheiden, wie du aussiehst. Du kannst aber entscheiden, wo du die Ewigkeit verbringst. Und du kannst entscheiden schlussendlich den Weg, den du jetzt gehen möchtest. Auf dem breiten Weg bist du, lieber Mitbürger. Auf dem breiten Weg, das sind viele. Das ist der Weg, der ins Verderben führt. Auf diesem breiten Weg, das klingt hart, aber ist eine Tatsache für sich, kannst es auch prüfen. Mach eine Umfrage, 10 Leute, jeder für sich gerecht, jeder für sich gut, allesamt auf dem gleichen Weg. Dem einen ist es egal, die Ewigkeit, der andere beschäftigt sich schon lange mit philosophischen Sachen, die anderen sind religiös. Die anderen atheistisch, die anderen theistisch, die anderen im Animismus drin, die anderen sind im Satan am Dienen. Sie machen alles. Für sie ist das alles in Ordnung. Oder auch egal ist es für sie. Allesamt auf dem breiten Weg. Der Weg ist schmal. Das heißt nicht, dass es schwierig ist, zu Gott zu kommen. Naht euch Gott, so wird er sich euch nahen, heißt es auch wunderbar. Es steht so geschrieben, naht euch Gott, so wird er sich euch nahen. Wie kannst du dich Gott, dem Vater im Himmel, nahen, indem du zu seinem geliebten Sohn Ja sagst, zu ihm kommst und ihn annimmst, vom Herzen glaubend annimmst, als er den Herrn und Erlöser, der für dich stellvertretend am Kreuz gehangen hat. Das ist das Herrliche, das ist das Gewaltige, dass Gott, der alles Sichtbare und Unsichtbare erschaffen hat, was sichtbar ist, ist zeitlich. Das Unsichtbare ist ewig, steht geschrieben. Es gibt das Ewige noch danach. Es ist eine ewige Herrlichkeit. Und die Ewigkeit hat der Herr in unser Herz hineingelegt. Darum sucht der Mensch auch nach dem Sinn des Lebens. Er sucht danach. Er weiß, dass es ein danach gibt. Nur aus den Augen, aus dem Sinn ist es nicht immer so, sondern Gott erinnert daran, es kommt ein danach. Wozu bist du hier? Gott lässt den Mensch sich das immer wieder fragen und dann fängt die Suche an. Und dieser Spruch, wer sucht, der findet, ist von der Heiligen Schrift. Suche nach Gott. Er lässt sich finden, solange es heute heißt. Er lässt sich finden. Es ist herrlich, dass Gott einem nachgeht, einem zuruft. Hier bin ich. Willst du mich? Willst du mich? Willst du, dass ich dein Herr bin? Willst du die Ewigkeit mit mir verbringen? Das sind Fragen, die Gott dem Menschen zuruft, durch die Verkündigung des Evangeliums, das zu retten vermag, jeden, der da glaubt. Es ist heute noch die angenehme Zeit, lieber Mitbürger. Und es ist sehr, sehr einfach, ein
wiedergeborener Mensch zu sein. Du hörst richtig, wiedergeboren. Das kennt man sonst von Buddhismus, nicht mal Wiedergeburt und Reinkarnation somit. Das ist so nicht gemeint. Wiedergeburt heißt, sobald du wahrhaftig im Herzen glaubst, deinem Herzen festsitzt, ich brauche Vergebung für meine Sündenschuld. Ich habe verstanden, dass ein Sühnopfer, ein Stellvertretender am Kreuze hangen musste für mich, bezahlen musste für meine Sündenschuld, mit seinem heiligen und kostbaren Blut bezahlen musste, stellvertretend für mich starb am Kreuz, für mich, dass ich das Leben in Fülle habe. Wenn du das verstehst, dass der Herr Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass er, um dich zu retten, am Kreuze hang und sein Leben hingegeben hat, bezahlt hat für die Sündenschuld der Welt. Nun alle zu ihm kommen können, allesamt. Der Weg ist offen in den Himmel. Alle können zu ihm kommen, zum Herrn Jesus Christus, im Herzen glaubend. Und dann werden sie errettet. Mit dem Herzen glaubst du, um errettet zu werden. Mit dem Munde bekennst du, um selig zu werden. Bekenne mit dem Munde, wie du es im Herzen glaubst. Da geschieht die Wiedergeburt. Direkt. Und du lebst in einer wahrhaftigen Beziehung mit Gott. Ich habe eine lebendige Beziehung mit Gott. Das ist herrlich. Einsam gibt es nicht, sondern Zweisamkeit. Zweisamkeit mit dem Herrn Jesus Christus, der mit einem durchgeht, durch gute wie auch schlechte Tage. Durch Tage, wo man gesund ist, durch Tage, wo man krank ist, durch tiefe Täler und über Berge, und der Herr geht mit einem durch. Gott selbst macht mit dir einen wunderbaren Lauf. Nicht immer einfach, nicht immer leicht, aber es ist wunderbar, ein Eigentum des Herrn Jesus Christus zu sein. Das ist die Einladung. Ich hoffe, dass du dich richtig entscheidest, lieber Mitbürger. Eines Tages ist es zu spät. Heute ist es noch rechte Zeit. Bei konstruktiven Fragen, Kommentarfeld ist offen, es wird alles zuerst geprüft und dann freigeschaltet. Schaue auch schlussendlich im Kommentarfeld die Videos und Links, die ich dir hineingeschickt habe. Ich hoffe, dass du dich richtig entscheidest, lieber Mitbürger. Du bist unfassbar kostbar. Unfassbar. Geh ja nicht weiter den Weg, den du jetzt gerade gehst. Egal wie es für dich so anfühlt, ist angenehm, bist reich, bist wahrscheinlich wunderschön. Wenn du morgen stirbst, ist all dies vorüber. Du kannst reich und wunderschön sterben, im Krankenbett sterben unter Schmerzen, im Krankenbett sterben auch in aller Ruhe. Es kommt ein danach, und mit Sünde kommst du nur in die Hölle. Und dann eines Tages am Tage des Gerichts, der Judgment Day, wie man das ja so nennt, bei Filmen und so, als wäre das etwas Gutes. An diesem Gerichtstag sind die Leute da, die alle von sich auch gedacht haben, es ist doch alles gut gegangen. Mir ging es so gut in dem Leben. Einen einzelnen Moment, nachdem die Augen in dieser Welt geschlossen hast, hört dieser Gedanke auf. Da gibt es kein Denken und Hoffen in der Hölle. Das ist nicht für den Menschen gemacht, sondern für den Teufel und seine Engel. Das ist nicht für den Menschen gemacht. Gott ist kein Tyrann. Er ist in die Welt gekommen, um die Leute zu retten vor dem Weg in die Hölle. Nur durch den Herrn Jesus Christus, nur durch ihn bekommst du das ewige Leben. Denn er ist das Leben selbst. Ja, hör dir den Vers an. Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hörst du? Er ist der Weg. Wenn du diesen Weg nicht hast, es ist er selber, das ist der schmale Weg, dann bist du auf dem anderen Weg, den ich dir erklärt habe. Das Leben. Wenn du das Leben nicht hast, was bist du dann? Tot in deinen Sünden. Gott will das nicht. Gott will nicht, dass du in deinen Sünden tot weiter verbleibst. Die Wahrheit. Wer hat schon irgendetwas gegen die Wahrheit?
Gegenteil von Wahrheit ist Lüge. Der Mensch liebt die Lüge. Der Mensch belügt sich täglich. Der Mensch lebt in der Lüge, von diesen Masche von Lügen schlussendlich, die in der Welt herumschwirren, nicht wahr? Der Mensch wird auch schlussendlich in diesen Lügen hinein, schlussendlich manövriert durch verschiedene Dinge, durchs ganze Jahr hindurch. Der Mann fühlt sich dann so ein bisschen bedrängt und dann wieder wohl, wenn man sich Sachen gekauft hat und gemacht hat. Das Jahr ist dann wieder rum. Es geht immer weiter. Ja, die Spirale geht aber nach unten. Weil eines Tages stirbst du, lieber Mitbürger. Aber das Jahr geht um, das nächste Jahr kommt und immer weiter. Selbst in meiner gottlosen Zeit erlebt, mit vielen Leuten zusammengearbeitet, 12 Jahre und länger. Immer wieder, jedes Jahr das Gleiche, jedes Jahr das Gleiche. Und in Tuchfühlung mit Leuten zusammenarbeiten, 8 Stunden am Tag, Zweischicht, mach das. Du weißt ganz genau dann, später, wenn du ein wiedergeborener Mensch bist, der Eigentum des Herrn Jesus Christus bist, weißt du ganz genau, Gott hat in das Leben von uns allesamt dort schon gerufen. Immer wieder. Überlegt. Da hast du Zeit gehabt zu überlegen. Es war alles automatisch, diese akkordartige Arbeit. Da kommst du ins Denken. Wozu bin ich da? Was ist das Leben? Ist das Arbeit? Und irgendwann bekommst du schon Burnout-ähnliche Situationen. Dann lässt der Herr dich schmecken, der Körper macht eigentlich gar nicht mit. Bist zwar noch jung, aber geht nicht. Wozu das alles so viel arbeiten? Du zahlst so viel und kaufst ein Häuschen für die Ferien und dann bist du nur in den Ferien dort und die Ferien sind nur Stress und es nützt auch nichts. Dann kommst du wieder zurück, dann das Rad dreht immer weiter. Sobald du zum Herrn Jesus Christus gekommen bist und ihn hast, als den Herrn und Heiland und Erlöser, das ist alles. Das geht wie ein wunderbarer Bach, der so dieses stille Wasser von einem kleinen Bächlein, weißt du, wie das ist, oder? So ein Bergbächlein, so ein ruhiges, kleines Bächlein. So fließt dein Leben schlussendlich mit dem Herrn Jesus Christus. Mach mal ein Steinchen und so. Größere Steinchen, Probleme, Krankheit, das kommt alles, das ist nicht, das geht daher mit dir durch. Das dient alles zum Besten, die den Herrn Jesus Christus lieben. Da geht der Herr mit dir durch. Als ein Gottloser bist du auf einem Ozean, der immer wieder seine Wellen hat, zwar, das ist auch der Rufen des Herrn schlussendlich, würde ich sagen, diese Wellen, die auf dich planschen, aber ansonsten ist es so ein weit und breit und du denkst, das ist es. Und du weißt aber ganz genau, du bist deplatziert. Es ist nicht der Sinn des Lebens, kann es nicht sein, zu arbeiten und Familie und kaufen und verkaufen. Das sind so natürliche Dinge. Das merkt der Mensch schon. Das kann es nicht sein. Es muss mehr sein und es gibt mehr. Es gibt mehr. Das ist genau das, was ich dir erzählt habe. Darum sei weise und frage heute noch, wo du auch bist, wer du auch bist, heute noch. Nicht in ein Kirchengebäude rennen, ja nicht. Da, wo du bist, frage mal nach dem Herrn Jesus Christus. Er lebt. Das ist das Wunderbare. Der Herr Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Er ist auferstanden. Er lebt. Mit einem Lebendigen kannst du reden, wie ich es gerne sage. Ich rede doch gerade mit einem, der lebendig sein sollte. Aber du bist tot in deinen Sünden, das heißt geistig tot. Der Leib funktioniert. Deine Seele wartet auf Errettung, lechzt danach nach Errettung. Das kriegst du nur im Herrn Jesus Christus. Dein Geist muss lebendig werden, das geschieht nur durch die Wiedergeburt. Dein Leib, der wird verfallen, der wird vergehen. Aber die Ewigkeit wirst du wissen, wo du sein wirst, wenn du deine Vergebung deiner Sündenschuld bekommen hast. Das ist das Angebot des ewigen Lebens. Komme zum Herrn Jesus Christus. Ich hoffe, dass dir das hilft, den Wert, den du in Augen Gottes hast, zu erkennen. Den Sinn des Lebens zu erkennen. Sinnlos ist dein Dasein nicht. Nur verschwenden kannst du dein Dasein, lieber Mitbürger. Und in deinen Sünden am falschen Ort schlussendlich sein. Die Sünden müssen hier weg. Hier müssen die Sünden weg. Komme zu ihm.
der an dich gedacht hat am Kreuz, der für dich geblutet hat, der für dich sein Leben gegeben hat, der dich so sehr liebt, dass er immer wieder in dein Leben ruft. Amen.